Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich muss sagen, ich würde das Spiel eigentlich heute noch durchspielen. Es ist mittlerweile fucking 4 Uhr nachts. Weil das Spiel sich einfach zieht wie so ein Kaugummi. Ich krieg's einfach nicht durch, das Spiel. Alter, ich fress einen Besen. Hier ging es noch nicht mal weiter, oder was? Wo soll ich hin? Es tut mir leid, Leute, aber ich hier gar nichts mehr. Ach, Königsschüssel. Das ist immer gut. Na, ich platziere doch mal lieber. Ich habe keine Lust auf diese Magier. Das sind aber wie. Das sind genau wie diese riesen Schädelmenschen da. Das ist genauso widerlich. Dieser laufende Kopf. Ist hier irgendwas? Nö. Leiter. Lecker. Just die. Oh, heck mal, da läuft wieder der Boss vor rum, den wir besiegt haben. Den 1:1 gleichen Angriffsmuster. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Alle Wege führen nach oben, ne? Ich glaube, ich hätte aber nur geradeaus laufen müssen. Dinger, da war null Damage an mir verursacht. Schon irgendwie niedlich. Au. Das finde ich jetzt wieder nicht mehr so niedlich, das Gebiet.
Fallen lassen. Ich hoffe jetzt echt nicht, dass wir einfach nur, wir hätten geradeaus gehen müssen. Bei den ganzen Kristallen. Sondern dass wir jetzt wieder irgend so einen Nebenabschnitt gerade erkunden. Obwohl ich von dem Spiel eigentlich gar nichts mehr sehen will. Ach cool, es hat wieder irgendein Monster meine Seelen aufgesaugt, oder? Weil es in der Nähe stand, als ich gestorben bin. Ah, natürlich. Gehen wir nach unten. Das kommt mir bekannt vor. Okay. Ich sage aber, wir sind hier fertig. Wir haben alles fertig erkundet. Weiter geht's. Es gibt nichts, was mich hier noch hält. So, jetzt interessiert es mich. Könnte ich da einfach theoretisch dann lang? Nur kann ich nicht. Ich muss einen Weg drumherum finden. Okay, ich finde die neue Gier einfach. Okay. Ich dachte, das wäre. Ich war mir 100% sicher, dass mich da jetzt was greifen wird. So, ihr Mistviech hat mir von dem Fahrstuhl weggekickt. Das Ding schwebt und flackert durch die Gegend und pulsiert. Ich will mal wissen, wie sich das nächste Item verhält. Ob das auch so rumschwackelt, pulsiert und in der Luft rumschwebt. Ob das so sein muss. Ich denke nämlich nicht. Ah, na gut. Hey, hier war ich doch schon mal. Oh Mann, Alter, jetzt habe ich nur einen Shortcut geöffnet. Ich muss durch diese Kirche durch. Das heißt, da geht's doch irgendwo noch weiter. Boah, Leute, mir ist auch warm, ich schwitze und habe keine Lust mehr. Und ich habe wieder irgendwo einen Gang übersehen. Irgendwo einen Gang oder eine verschlossene Tür oder irgendwas habe ich übersehen. Das Spiel bestraft mich damit. Muss ja gar nicht lang. Liebe dich, Magierin. Mein größter Fan. Geht's da oben irgendwo weiter? Ich komme nicht von dort, ne?
von hier komme ich. Ist hier kein Weg hier oder so? Ach man, wenn mich das Spiel jetzt wieder zwingt. Wohin muss ich, Leute? Zeigt mal mit dem Finger auf den Bildschirm, bitte. Denn ich habe nämlich keine Ahnung. Was öffnet sich denn hier? Nein, ich will nicht mich mit Google verbinden. Okay, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Für mich wäre eigentlich das Logischste gewesen, dass wir nach oben müssen. Ja. Strecksmagier, ey. Den musst du nicht sehen, damit du angegriffen wirst. Ne, von da kamen wir. Ja, Leute, ich google jetzt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Es ist von Anfang an scheiße. Ich quäl mich hier durch. Wo läuft der Typ schon wieder lang, dass ich es nicht sehe? Ich habe nämlich... Ich will nicht mehr. Ich will aber nicht mehr. Und wie lange geht denn das noch? Ich hab doch gesagt, es geht doch noch irgendwie 2 Stunden oder so und keine Ahnung, ich sitze hier schon wieder gefühlt seit 3. So, das hat er auch gemacht. So, da waren wir gerade. Bla bla bla. Skip, skip, skip. Gegen den haben wir auch schon gekämpft. Weiter durchskippen. Da an dem Lavasee sind wir auch schon vorbei. Hier sind wir auch schon vorbei. Da auch schon. Es macht mir Hoffnung, dass ich immer weiter Richtung Ende scrolle bei dem in seiner Liste. Wo ist er gerade? Ne, da sind wir auch schon längst vorbei. Ja. Kommen langsam in die Nähe davon. Er hat keinen Schlüssel für irgendwas. Das ist jetzt gerade da, wo die ganzen Kristalle sind. Jetzt ist er bei der Treppe. Alter, ab der Treppe aus, wo ich jetzt, wo ich auch bin, geht das Let's Play bei ihm nur noch eine halbe Stunde, das Walkthrough. Wo ist der lang gegangen? So, er ist ganz oben jetzt, wo ich auch schon war. Er hat einfach mal mehr Ausdauer als Leben. So. Jetzt ist er oben auf der Terrasse. Ist er gestorben? Ist immer noch ganz oben bei der Leiter, bei der Treppe. Bei der Treppengegend. Schlüssel genutzt, ja. Skip, skip, skip. Ich glaube, das Gebiet kenne ich schon wieder nicht mehr, wo er ist. Der ist wieder irgendwo hingegangen, wo ich... Jetzt habe ich zu weit durchgeskippt. Er hat irgendwo bei der Treppengegend eine Tür geöffnet, die ich nicht sehe. Er hat den königlichen Schlüssel genutzt.
Okay. Ab hier geht sein Spiel nur noch 15 Minuten. Dann ist er durch. Ich muss zurück. Erst die Treppe nach ganz oben gelatscht. Und konnte da einen Schlüssel verwenden. Nur weiß ich jetzt leider nicht, wie seine Einstellung bei dem Ding hier war. Diese Tür da hat er geöffnet. Diese Tür da. Die führt uns zum Ende, Leute. Wie gesagt, danach, sein Let's Play ging noch 15 Minuten. Das Spiel wird er sicherlich auch noch einen Endboss haben. Ach nee. Und die Hölle geht schon wieder los. Und die Hölle geht schon wieder los. Jetzt da einmal runter, ne? Ich will da durch, Leute. Ich will nicht mehr dieses Feuergespamme und ein Magier schießt dich von halb über die Map ab die ganze Zeit. Irgendwo sieht dich die ganze Zeit ein Magier in diesem Spiel. Ist. Ich glaube, ich würde da sogar durch Fallschaden sterben, oder? Hä, wo kommt die denn jetzt her? Da ist mein Lebensweg wieder weg. So, wir drehen das jetzt nochmal. Doch. Okay, das haben wir gar nicht versucht. Wir sind danach hochgeklettert und sind hochgegangen. Dass hier unten eine Treppe ist, daran habe ich gar nicht gedacht. Wir haben noch einen so einen Zettling. Das gefällt mir. Hey Mann, du. Dieser Zauberer. Ich liebe ihn einfach. Macht so Spaß. Das Ding direkt vor meiner Fresse zu spawnen jedes Mal. Ich halte aber trotzdem zur Sicherheit sein Video im Hintergrund offen. Ich hab schon Angst, wer der Endboss sein wird. Ich hab schon Angst davor. Angst, dass nur vor dem Endboss kein Checkpoint ist. Ich habe auch Angst, meinen letzten Settling zu nutzen. Ich würde ihn tatsächlich mal sparen. Wir heilen uns so per Hand. Und ich hoffe immer auf das Beste, dass wir nicht krepieren. Keine Ahnung. Naja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge und somit auf Wiedersehen.